habe mich dann eingeloggt und war dann, bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass der Mann, der mir da geschrieben hat, mein biologischer Vater ist. Bei uns allen kam das an als Abschied. Als Abschied. Dass sie gewusst hat, dass sie das nicht überlebt und dass sie nicht wieder nach Hause kommen kann. Ich bin gezielt benutzt worden. Und das sind die anderen Frauen auch. Ich werde einfach so laut trommeln, wie es irgendwie möglich ist. Und alle Menschen darüber informieren, was in diesem Heim vor sich geht. Mein lieber Vater hat gesagt, hier gingen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges Transporte her mit Kisten mit Bernstein. Sei vorsichtig, ich habe es bislang als mein Geheimnis gehalten. Herzlich willkommen im Nachtcafé, schön, dass Sie da sind, dankeschön, vielen Dank. Ob Ermittler, Schatzsucher oder Personen, dankeschön, die ihrer Familiengeschichte nachgehen, danke. Viele Menschen begeben sich auf die Suche nach Geheimnissen. Was treibt sie dabei an? Und was passiert, wenn wir ein Geheimnis entschlüsselt haben? Dem Geheimnis auf der Spur. Das ist heute unser Thema im Nachtcafé und ich freue mich sehr auf diese Gäste. Einem Liebesschwindler fiel Christine Warnke zum Opfer, denn statt auf eine Beziehung hatte er es nur auf ihr Geld abgesehen. Wie sie ihm auf die Schliche kam und welche Abgründe sich in der Folge noch auftaten, davon berichtet Christine Warnke. Herzlich willkommen hier bei uns. Unter mysteriösen Umständen verschwand die Tochter von Ingrid Liebs. Obwohl ihre Leiche gefunden wurde, ist der Fall auch nach 16 Jahren nicht aufgeklärt. Was sie bis heute antreibt, dem Täter auf der Spur zu bleiben, das erzählt uns Ingrid Liebs. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Mit 19 erfuhr Britta Weizmann von ihrer Mutter, dass sie durch eine Samenspende gezeugt wurde. Eines Tages meldete sie sich bei einer DNA-Datenbank an, um ihren leiblichen Vater zu finden. Ob ihre Suche erfolgreich war, das erfahren wir heute von Britta Weizmann. Schön, dass Sie da sind. Seit einem Vierteljahrhundert sucht Heinz-Peter Hausstein nach dem sagenumwobenen Bernsteinzimmer. Trotz vieler Rückschläge ist er fest davon überzeugt, den Schatz zu finden. Wir sind sehr gespannt auf Heinz-Peter Hausstein. Unterernährt und verwahrlost fand Andrea Würz die Bewohner einer Seniorenresidenz vor. Als Mitarbeiterin des Gesundheitsamts wollte sie nicht wegsehen und brachte so den Skandal an die Öffentlichkeit. Guten Abend, Andrea Würz. Warum wir alle danach streben, Geheimnisse zu lüften, das weiß Dr. Christian Virus. Doch birgt das immer auch ein Risiko, sagt der Arzt und Psychotherapeut, denn ein Happy End ist nicht immer vorprogrammiert. Herzlich willkommen, Dr. Christian Virus, und herzlich willkommen an die ganze Runde. Mehr als 25 Jahre sind Sie auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer. Wie oft sind Sie morgens aufgewacht und haben gedacht, heute ist der Tag, heute finde ich's? Also ich habe jeden Tag die Chance, es zu finden. Wer hat die schon? Ja, ja. Und das ist ja erstmal eine gute Sache. Als Schatzsucher, was ja nicht ganz richtig ist, man ist ja auch Historiker, man recherchiert, man sucht, was irgendwie sich finden lässt, um das aufzuklären. Und dabei braucht man Geduld, braucht Beharrlichkeit, auch die Hoffnung nie vergessen. Und das haben wir getan, wir sind auch weiter dran und es wird immer besser. Das Mosaiksteinchen, eins zum anderen, fügt sich und bald werden wir fündig werden. Also er glaubt dran, das spürt man auf jeden Fall. Könnten Sie sich das vorstellen, diese Geduld, diese Beharrlichkeit, was haben Sie gesagt, diese Hoffnung aufzubringen, um 25 oder 30 Jahre einem Geheimnis nachzuspüren? Oder würden Sie irgendwann sagen, ach, lass das Geheimnis doch ein Geheimnis bleiben? Also erstmal Glückwunsch dazu, finde ich ganz, ganz toll, gehört für mich immer eine ganz große Portion Leidenschaft dazu. Und ich glaube, die müssen Sie mitbringen, um das zu tun. Bernsteinzimmer, tolle Geschichte,
viele Geheimnisse rund um dieses Bernsteinzimmer. Ich glaube, die Geheimnisse treiben sie auch an. Insofern, ja, ich finde es bewundernswert. Ich weiß nicht, ob ich 25 Jahre schaffen würde, aber ich bin ganz neugierig. Ist es dieser Drang, so offene Fragen zu klären, der uns auch beflügelt? Würden Sie das sagen? Große ja, Fragen zu klären, Geheimnisse? Unbedingt. Also Neugierde ist ja eine der größten Triebfedern. Fängt im Grunde genommen schon im Säuglingsalter an, dass Kinder die Welt entdecken, indem sie anfangen zu krabbeln, erst im Kleinen, dann immer im Größeren. Das ist etwas, was zu den tiefsten Bedürfnissen von uns zählt. Wenn wir einen sicheren Hafen haben, dann wollen wir in die Welt hinaus und dann ist auch so Entdeckerfreude dabei. Das hat ja Menschen schon immer angetrieben. Wenn man auf der einen Seite Entdeckerfreuden hat, bei Ihnen sieht die Situation ganz anders aus, Frau Lieb. Seit mehr als 15 Jahren suchen Sie den Mörder Ihrer Tochter. Wie sehr belastet das auch über all die Jahre? Das ist natürlich eine Belastung, die auch immer im Hinterkopf irgendwo präsent ist. Und die Frage, die damit einhergeht, ist, wie viel Hilfe kriege ich eigentlich von der Justizseite? Mhm. Und warum hat das am Anfang überhaupt nicht geklappt? Und ich bin auch heute nicht so furchtbar optimistisch, dass ich die Unterstützung kriege, die ich brauche, beziehungsweise dass man das, was ich vielleicht anzubieten habe an Hilfe, tatsächlich haben möchte. Ist das die andere Seite vielleicht auch von Geheimnissen? Einerseits gibt es ein positives Geheimnis, dem man nachspürt, das beflügeln kann. Aber ist die andere Seite, dass uns Geheimnisse auch verfolgen können? Ja, ganz unbedingt. Also ich kann das ja nachvollziehen, weil da fehlt ja ein ganz wichtiges Stück der eigenen Biografie, was mit der Tochter sozusagen verloren gegangen ist. Und dass es da eine Sehnsucht gibt, das zu klären, das liegt sehr nah. Und es gibt viele Menschen, die auch durch Familiengeheimnisse bis in die Gegenwart hinein belastet sind. Und wenn sie sie lüften können, sich selbst oft besser verstehen. Kommen wir jetzt zu Ihnen, Frau Warnke, und auch schon ein bisschen ausführlicher. Sie haben einen Mann geliebt, muss man sagen, mit ihm eine Beziehung geführt. Und dann haben Sie festgestellt, der ist nur auf mein Geld aus. Ich kann mir vorstellen, dass das einerseits schon mal ein Schock ist. Wie sehr haben Sie auch ja, an Ihrer Menschenkenntnis gezweifelt, als Sie das erfahren haben, ausgefunden haben? Ja, das hatte schon erhebliche Auswirkungen, auch auf meine Arbeit, weil meine Arbeit hat ja auch mit Vertrauen zu tun. Und das Selbstwertgefühl war natürlich völlig am Boden. Wenn Sie Ihre Arbeit ansprechen, Sie haben bei der Bank gearbeitet, ja. Sie haben Firmenkunden betreut. Ja. Der Mann, den Sie dort kennengelernt haben, war einer dieser Kunden. Wenn Sie uns mal beschreiben würden, in was haben Sie sich verliebt? Wie war er auf den ersten Blick? Auf den ersten Blick oder wie er sich dargestellt hat, sagen wir es mal am besten so. Ja. Ich habe ihn kennengelernt im Rahmen eines Gespräches, wo er mir seine beiden Kinder vorgestellt hat und sein Bestattungsunternehmen hat er mir auch vorgestellt und hat es sehr gut präsentiert. Also die drei machten einen sehr einheitlichen Eindruck, einen familiärfreundlichen, also sich untereinander ein bisschen miteinander scherzen und sich verstehen. Also humorvoll, sympathisch. Humorvoll, sehr sympathisch, sehr empathisch auch. Also er wirkte vertrauensvoll. Sehr vertrauensvoll. Sehr ambitioniert in dem Beruf, sympathisch, geht gut mit den Kindern um. Also da haben Sie vielleicht auch Vertrauen geschöpft. Er war 14 Jahre jünger. Hat das bei Ihnen so eine Rolle gespielt zu Beginn, ob Sie sich darauf einlassen? Oder wie war das ein Thema unter Ihnen? Wir kamen über die Kinder darauf zu sprechen. Mhm. Er hatte mir erzählt, dass er seine Kinder allein großgezogen hat. Und ich habe gesagt, ich habe auch drei Kinder, auch schon erwachsen. Dann wollte er wissen, wie alt die sind. Und damit ergab sich ganz einfach auch die Differenz davon. Und wie hat er reagiert? Also er hat sehr positiv reagiert. Also zumindest sehr überzeugend, dass das Alter für ihn keine Rolle spielt. Dass er mich als Person wahrgenommen hat. Und auch ihn auch drei Falten nicht stören. Und dass er das aufgrund seines Berufes weiß. So sagte er es wörtlich, ich weiß, dass Körper vergehen. Mhm. Ich kann das auch, denke ich, am besten mitbeurteilen. Und das hat er sehr empathisch rübergebracht und hat mir damit eigentlich so eine Art Sicherheit gegeben, die ich auch erstmal toll fand. Und haben sich ihm eigentlich wahrscheinlich danach noch näher gefühlt, oder? Ja,
Sie waren davor einige Zeit Single. War denn diese ersten Wochen oder als Sie diese Gefühle entdeckt haben, als er sie auch erwidert hat, war das sowas wie so ein rosarotes Verliebtsein? Oder würden Sie im Nachhinein sagen, da waren vielleicht schon so ein paar Warnsignale, die Sie wahrgenommen haben, aber vielleicht nicht wahrhaben wollten? Ja, vielleicht so ein flüchtiger Gedanke mal. Habe ich auch meinen Kollegen gegenüber gesagt, wo ich sage, naja, 14 Jahre jünger, wir sind hier nicht in Hollywood, ne? Ja. Ja, aber umgekehrt geht es auch oft und das gibt es ja mittlerweile nun in allen Konstellationen, würde ich mal hoffen. Ne? Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass da mein Selbstwertgefühl schon, sagen wir mal, angeknackst war und ich also eigentlich nicht so sicher war, ob das so funktionieren könnte, obwohl ich es mir gewünscht habe. Ich war lange Jahre geschieden, also schon über 20 Jahre und hatte auch schon etliche Jahre davor keine Beziehung mehr gehabt. Und wie war das dann so im Körperlichen? Da ist man sich ja sehr vertraut. Hat sich das gut angefühlt oder wie war das, wenn Sie beisammen waren? Das hat sich eigentlich nicht gut angefühlt. Aber da war dieses lange Alleinsein davor und da habe ich immer gesagt, das kann sich ja noch ändern, das kann sich ja noch bessern und ja, vielleicht wollte ich es auch einfach nicht wahrhaben. Also da war so ein Bauchgefühl, aber das Sie nicht wahrhaben wollten. Glauben Sie hier in der Runde an Bauchgefühl? Ja. Absolut, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ein Bauchgefühl etwas ist, was man wahrnehmen sollte. Natürlich auch immer noch mal abgleichen mit dem, was rational ist. Aber man sollte es nicht ganz aus dem Blick verlieren. Aber wenn man verliebt ist, ist das, glaube ich, so etwas, ganz oder? Ganz schwierig. Auch sei ruhig, oder? Naja, der wesentliche Faktor, der dort eine Rolle gespielt hat, war eben, dass er eine sehr große Sicherheit ausgestrahlt hat. Eine sehr männliche, beruhigende Stimme. Und er hat eine sehr große Sicherheit ausgestrahlt. Und so wie er das auch in seinen Bestattungen beschrieben hat, wie er sich kümmert, hatte man unwillkürlich den Eindruck, ja, der kümmert sich und da kann ich mich auch mal zurücklehnen. So diesen Eindruck hat er vermittelt. Ja. Dieses Bauchgefühl, ist das etwas, was auch Sie in Ihrem Beruf durchaus wahrnehmen und was wichtig ist? Ja, unbedingt. Und es gibt eigentlich, also ich finde es sehr, sehr ehrlich, dass Sie das sagen, weil im Grunde genommen gibt es eine Instanz in uns, die uns auch vor Gefahren warnt. Also in der Neurobiologie nennt man das Neurozeption. Das heißt, unser Nervensystem nimmt Dinge wahr jenseits des Verstandes und zwar oft wesentlich schneller. Und dann kommt der Verstand und sagt zum Beispiel, ah, das passt aber schon und ich will eigentlich, dass es passt und gehen wir mal drüber hinweg. Aber das tiefe Gefühl, was im Volksmund Bauchgefühl genannt wird, dafür gibt es klare Erklärungen mittlerweile, die uns eigentlich vor Gefahren warnen. Und das klingt ja sehr danach bei Ihnen. Gleichzeitig waren da diese Dinge, die Sie beschreiben, mit erstrahlte eine Sicherheit aus, die Sympathie, dann das Verliebtsein dazu. War das schon so der Traum, wir könnten ein gemeinsames Leben verbringen und das, was noch nicht so klappt, wie Sie es gerade gesagt haben, wird vielleicht noch? Das hat er mir immer sehr gut vermittelt. Ja? Ja, also dass es auch sein unbedingter Wunsch war und ein gemeinsames Leben auf seinem Bauernhof und... Das war schon, also es war tatsächlich auch von seiner Seite sehr forciert. Also es war nicht nur ein abstrakter Traum, sondern schon konkret gezeichnet. Ja, wo findet das statt und so weiter. Genau. Sie waren mit ihm zusammen, Sie haben ihn aber auch beruflich weiter betreut, haben das aber in der Bank sehr transparent gemacht, haben das Ihrem Chef gesagt, Sie haben sich auch jede Entscheidung absegnen lassen. Irgendwann hat der Mann, Ihr Partner, in den Sie verliebt waren, dann wollte eine Finanzierung, das war über die Bank aber nicht möglich. Und da haben Sie ihm privat Geld vorgestreckt. Um wie viel Geld hat es sich da gehandelt? Das waren damals 48.000 Euro. 48.000 Euro. War einfach wahrscheinlich aus dem Vertrauen heraus, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ja, es spielte dabei eine Rolle, dass die Tochter für die Tochter wurde eine Firma gegründet. Und die war in der Gründungsphase.
Das ist dann immer erstmal eine schwierige Geschichte. Dann gibt es natürlich auch Mittel, die man beantragen kann, Fördermittel, um das zu unterstützen und zu begleiten. Und da war ich mir ziemlich sicher, dass das dann auch, wenn das so gut funktioniert und den Eindruck, der wurde ja auch erstmal so vermittelt, dass ich also auch sicher sein konnte, dass das, die Tochter hat sich ja auch bei mir nochmal explizit bedankt, die ist mir um den Hals gefallen, hat sich bedankt. Also da war ich auch ganz sicher, das ist ein Familienunternehmen, das wird auch, das wird alles rechtens sein. Es wird alles rechtens sein und das wird alles gut enden. Ja. Und dann, wenn man dann über gemeinsame Zukunft nachdenkt, dann hilft man natürlich auch. Wie hat er reagiert, als Sie ihm das dann geliehen hatten? Oder sehr, also sehr euphorisch. Er hat sich sehr gefreut. Und ja, da habe ich dann auch gedacht, gut, das ist eine dieser Bausteine, die man jetzt schon mal gesetzt hat. Und das wird für eine gute Zukunft quasi. Ist es richtig, dass er danach dann in nicht allzu ferner, also kurz danach schon nach einer weiteren Finanzierung gefragt hat? Ja, das ist richtig. Er kam dann nochmal mit einer Idee und brauchte ganz dringend, weil er hätte günstig einen Riesenposten Urnen, den er kaufen könnte. Und das wäre ein Schnäppchen und dann bräuchte er nochmal 20.000 Euro. Und da habe ich ihm allerdings gesagt, es tut mir leid. Ich habe dir gegeben, was ich hatte. Aber wenn du das Geld selber nicht hast, dann kannst du das nicht kaufen. Aber das war kein Misstrauen. Hatte er dann immer noch mal eine Art, sie neu einzufangen wieder? Oder? Ja, ich habe dann noch mal nachgefragt. Ja, er hat dann eine andere Lösung gefunden. Und das war dann nicht mehr so im Vordergrund. Aber er kam dann im weiteren Verlauf nach ein paar Monaten dann noch mal. Und da ging es dann tatsächlich, das war dann schon so ein bisschen Druck, der dahinter stand. Nach einem Jahr haben Sie dann gemerkt, hier laufen einige Dinge bei ihm nicht korrekt. Wir können da nicht ganz konkret drauf eingehen. Das ist ja auch, hat ja mit Verschwiegenheit zu tun. Aber Sie sind dann zu Ihrem Chef wieder gegangen und haben das auch wiederum transparent gemacht, dass Sie da einiges sehen, was nicht in Ordnung ist. Ihr Chef hat das Berufliche dann auch übernommen, hat genau hingeschaut, hat Sie da entlastet. Aber es geht ja nicht nur um das Berufliche. Haben Sie sich da auch verraten gefühlt, als Sie das festgestellt haben? Das ging Hand in Hand. Also es gab Vorfälle. Aufgrund meiner Tätigkeit war ich gezwungen, dann entsprechend auch zu prüfen und habe das dann auch eingefordert und habe dann auch dabei die Feststellung gemacht, dass dieser tolle, seriöse Geschäftsmann leider Gottes ein etwas desaströser Kaufmann war. Und dann habe ich mich entschlossen, das dann meinem direkten Vorgesetzten dann auch mitzuteilen. Das musste ich auch tun. Haben Sie dann, als Sie das gemerkt haben, gedacht, ich trenne mich hier lieber, da ist vielleicht auch Vertrauen nicht mehr da? Oder haben Sie gedacht, ich gebe ihm noch privat eine Chance? Vielleicht sehe ich noch nicht das gesamte Bild? Das war ein schmerzhafter Ablösungsprozess. Einerseits ist es die Enttäuschung. Ja. Andererseits kenne ich aus meinem Berufsfeld ja auch, dass Menschen durchaus auch Fehler machen. Auch Geschäftsmänner machen Fehler und am Anfang habe ich dann auch gehofft, dass man diese Fehler noch ausmerzen kann, beziehungsweise unterstützen kann, um das wieder gerade zu biegen. Merkte dann aber, dass da ganz vieles im Argen war, was dann auch teilweise nicht mit Ehrlichkeit zu tun hatte. Und in dem Moment, wo man dann die Achtung verliert vor einem Menschen, dann verliert man auch die Liebe zu ihm. Sie haben gerade vom Mut gesprochen. Erstmal vielen Dank, dass Sie so offen über diese Themen reden. Weil das muss man mal sagen, das ist nicht selbstverständlich. Sie haben dann über die sozialen Netzwerke herausgefunden, dass es auch andere Frauen gibt, denen er entsprechend zugesetzt hat. Ohne jetzt auf die einzelnen Frauen einzugehen. Aber war es so, dass manches auch parallel lief, also dass in der Zeit, in der Sie eine Beziehung hatten, mit ihm ja unter anderem auch das Bett geteilt haben, dass er da auch anderweitig unterwegs war? Das war ja das Schlimme, das dann herauszufinden. Das war auch ein Prozess, der ablief. Ich hatte mit ihm gesprochen und gesagt, also ich möchte das hier beenden. Ich gehe auch zum Anwalt, um mein Geld einzuklagen.
und habe mir dann Urlaub genommen. Und in meinem Urlaub habe ich dann über Facebook bin ich auf eine Diskussion gestoßen. Da war Pro und Contra zu diesen Menschen. Es gab eben Frauen, die gewarnt haben vor ihm als Bestatter und auch vor ihm als Mann. Und dann gab es aber auch wieder, sagen wir es mal so, sehr viel Lob und dass man ihn bewundert. Und da ist mir einfach die Hutschnur geplatzt. Und da habe ich dann einfach auf Facebook einen Kommentar abgegeben, der sehr eindeutig war. Ich habe geschrieben, ich habe ihm Geld geliehen und muss jetzt gegen ihn klagen, um auch den anderen deutlich zu machen, es ist nicht nur eine Spielerei und es ist nicht einfach nur eine Vermutung, sondern es ist tatsächlich so. Und daraufhin hatte ich natürlich eine Resonanz, die mich auch erstmal erschreckt hat. In den Gesprächen mit den anderen Frauen ist mir dann auch erstmal klar geworden, dass ich benutzt worden bin, gezielt benutzt worden bin, ja. Das ist noch wieder was anderes, als wenn man aus einer Beziehung geht, die nicht funktioniert hat, wo man natürlich enttäuscht ist oder weil der Partner einen enttäuscht hat. Hier ist es ein ganz anderer Stellenwert. Ich bin gezielt benutzt worden. Und das sind die anderen Frauen auch. Für sie ist es natürlich teilweise noch dramatischer, weil er hat sie im Rahmen der Bestattung eines lieben Angehörigen kennengelernt. Ach je. Und hat ihre Trauer und ihre Hilflosigkeit ausgenutzt, um sich an die Ehefrau heranzuschmeißen, die ihren Mann verloren hat und tief in Trauer, auch völlig überfordert mit der Firma des Mannes war. In einem anderen Fall, das war noch dramatischer, hat eine junge Mutti ihr Kind verloren. Und er hat die Situation dann genutzt, um ihr die starke Schulter zu bieten und dann mit ihr auch ein Verhältnis aufzubauen. Wo stehen Sie heute? Können Sie anderen Menschen vertrauen? Wie geht es Ihnen heute nach all dem Schmerz, durch den Sie sind? Gut, wir haben uns Unterstützung gegenseitig gegeben. Ja. Wir haben uns entschlossen, dagegen vorzugehen. Und das ist auch unser Ziel. Und das Hauptziel ist, andere Menschen zu warnen und zu versuchen, ihm das Handwerk zu legen. Und es ist gut, dass Sie zusammenstehen, sich da, glaube ich, in dieser schwierigen Situation gegenseitig stützen. Man merkt, Sie sind da noch mitten in diesem Prozess. Aber gut, dass Sie es rausgefunden haben. Und schön, dass Sie heute da sind. Danke schön. Frau Lietz, das, was Sie erlebt haben, hat für großes öffentliches Interesse gesorgt, auch für große Anteilnahme. Vor 16 Jahren, vor gut 16 Jahren, ist Ihre 21-jährige Tochter Frauke unter mysteriösen Umständen verschwunden und später tot aufgefunden worden. Wie präsent ist das in Ihrem Leben heute noch? Das ist nie komplett verschwunden, denn es war ja meine Tochter, die wäre jetzt am Dienstag 38 Jahre alt geworden. Und es gibt einfach viele Anknüpfungspunkte, wo ich immer wieder daran erinnert werde, dass sie eben nicht mehr da ist. Sie haben noch eine Tochter, Sie haben einen Sohn, Sie war das mittlere Kind. Wie würden Sie Frauke beschreiben, wenn Sie uns sie näher bringen würden als Persönlichkeit? Frauke war eine lebenslustige junge Frau, die wusste, was sie wollte. Sie machte eine Ausbildung als Krankenpflegerin, hatte vorher ein Abitur gemacht und Erzieherin gelernt mit Schwerpunkt Heilpädagogik. Und man wird es heute kaum für möglich halten, hat keinen Job gefunden. Und hat dann auf meinen Rat hin, weil ich gesehen habe, dass sie einfach mit Menschen umgehen kann und dass er auch eine empathische Zuwendung zu Menschen hat, die Hilfe brauchen, sich um eine Stelle als Krankenpflegerin beworben, hat dann auch innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich zwei Lehrstellenangebote gehabt und ist dann ganz fröhlich in einer der nächsten Städte von uns aus gesehen angefangen, war für sie das erste Mal, dass sie so ganz von zu Hause weg war.
Und sie hat das genossen, einfach mal in größerem Umfeld zu sein und die Angebote, die da waren, mitzunehmen. Es also völlig normal für das Alter. Völlig normal. Und es war der Sommer 2006. Genau. Viele haben den noch in Erinnerung, gut in Erinnerung. Es war die Fußball-WM im eigenen Land. Am 20. Juni haben Sie sie zum letzten Mal gesehen. Ich glaube, Sie waren essen zusammen. Ja. Welchen Eindruck hat sie auf Sie gemacht? Ja, ich hatte sie zum Essen eingeladen. Es standen die Sommerferien bevor. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ja wechselnde Sommerferientermine. Und ich habe gesagt, komm, lass uns noch mal essen gehen. Danach bin ich dann ja erst mal hier weg. Und dann können wir noch mal ein bisschen quatschen. Das haben wir auch vorher getan. Sie wohnte nicht weit von mir. Und ich habe sie als jemanden erlebt, der sich gerade mit einem Riesenproblem rumschlug. Der Freund eines neuen Bekannten hatte kurz vorher Selbstmord begangen. Und das beschäftigte sie ganz, ganz stark. Und sie hatte Bedürfnis, darüber zu reden. Und hat gesagt, wie kann man so etwas nur tun? Und die armen Eltern, der war tagelang weg. Und es war so das erste richtig große existenzielle Problem, das sie in ihrem Kopf wälzte und das sie irgendwo nicht gelöst kriegte. Sie ist dann am Abend noch in einen Irish Pub gegangen, hat sich ein Fußballspiel angeguckt, England gegen Schweden, hat sich dann so gegen 23 Uhr auf den Heimweg gemacht, allein. Ne? Ja, sie wohnte ja nicht so ganz weit von dem Pub, so anderthalb Kilometer zu Fuß oder einen guten Kilometer zu Fuß. War das einsam, der Weg? Nein, sie wohnte relativ nahe der Innenstadt, es war viel los in der Stadt. Ja. Und da ist sie, wie sonst auch, sonst war sie oft mit dem Fahrrad unterwegs, jetzt zu Fuß, einfach auf den Weg gegangen, um nach Hause zu gehen. Sie hat gesagt, ich bin müde, nächsten Tag ist Schule und da muss ich fit sein. Sie hat ja nicht alleine gelebt, ihr Ex-Freund war ihr Mitbewohner, sie hatte keinen Schlüssel, deswegen hat der auch gewartet. Genau. Aber sie ist zu Hause nicht angekommen. Sie ist nie zu Hause angekommen. Ich habe das erst am nächsten Tag erfahren. Mhm. Wir waren im Schuljahresendstress. Ich war Schulleiterin an einem Gymnasium. Und am Ende des Schuljahres gibt es unendlich viel zu tun. Und irgendwann kam ich dann in mein Büro, sah, dass Chris mich angerufen hatte. Und gleichzeitig sagte die Sekretärin, der Schulleiter der Krankenpflegeschule ruft sie an, darf ich durchstellen. Und dann habe ich erfahren, Frauke war nicht in der Schule gewesen, was ich mir überhaupt nicht erklären kann, denn sie war eigentlich jemand, der sehr zuverlässig war und der auch wichtig war, dass die Ausbildung gut lief, dass sie gute Noten da erzielte und dass alles gut klappte. Ja, und dann hat mir ihr Mitbewohner bestätigt, die ist gar nicht zu Hause. Er hatte das auch erst durch einen Anruf mitbekommen und dann habe ich im Grunde sofort gewusst, da ist was passiert. Das sieht Frauke nicht ähnlich. Das passt nicht zu Frauke, das wird die nie machen. Erstens wegbleiben und zweitens Schule schwänzen. Und nichts sagen. Und nichts sagen, das passt nicht. Und bin dann mittags zur Polizei in Bad Rehburg, wo ich gearbeitet habe, um Vermisstenanzeige zu stellen. Was haben die dann unternommen? Sie haben gesagt, sie könnten die nicht annehmen, das sei noch zu kurz. Und ich möge doch am nächsten Tag mittags wiederkommen. Das habe ich dann auch gemacht, zusammen mit meinem damaligen Mann. Und da haben sie gesagt, ja, das klinge ernsthaft, was ich sagen würde. Sie würden die Anzeige annehmen, aber sie hätten sie natürlich an die zuständige Stelle in Paderborn weiterleiten müssen. Was haben Sie, ich stelle mir das jetzt vor, Sie sind Mutter, Sie haben das Gefühl, da passt doch was nicht. Was haben Sie in der Zeit gemacht? Sie was unternommen, um herauszufinden, wo Ihre Tochter ist? Ich habe natürlich abtelefoniert, soweit ich die Kontakte kannte und habe alle gefragt, wisst ihr was? Und die haben dann unter sich auch wieder weiter telefoniert. Und als ich an dem Mittwoch dann zu der Polizei kam, wusste ich, da ist was ganz, ganz schief gelaufen. Und das habe ich am Donnerstag auch noch mal ganz deutlich gemacht. Ich kenne Frauke und ich weiß, die würde nie freiwillig wegbleiben, ohne etwas zu sagen. Vor allen Dingen auch auf dem Hintergrund dieses Gespräches an dem Dienstagabend, wo sie deutlich gesagt hat, man kann doch die Eltern nicht im Ungewissen lassen. Das heißt, das passte überhaupt nicht zu dem Mädchen. Zwei Tage später
hat sie sich dann gemeldet bei dem Mitbewohner telefonisch. Ja. Was hat sie da gesagt? Sie hat gesagt, ich komme nach Hause. Und wir waren dabei, Flugblätter zu verteilen, um sie zu suchen. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt war auch Unterstützung von Seiten der Paderborner Polizei. Und die hatten uns sogar auch geholfen, das Flugblatt zu drucken. Ein Teil haben wir dann noch in der Krankenpflegeschule gedruckt. Und dann kam gegen 22:30 der Anruf, ich komme nach Hause. Und uns ist nicht nur ein Stein, uns ist ein ganzes Fuder an Steinen vom Herzen gefallen. Und wir ja. haben dann gestanden und haben gewartet. Wir haben die halbe Nacht gewartet und Frauke kam nicht. Ja, und dann habe ich den nächsten Tag wieder die Polizei kontaktiert und zu hören gekriegt, ja, aber sie hat sich doch gemeldet. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Und Sie wussten aber... Ich wusste, dass etwas passiert war, dass sie nicht nach Hause kommen konnte. Aber die Polizei hat mir nicht geglaubt. Sie hat ja dann noch öfter sich gemeldet. Ja, wie hat sie denn geklungen? Hat sie anders geklungen? Was sagen die mit ihnen gesprochen haben? Also einmal hat der Mitbewohner, einmal auch ihr Sohn hat auch mit ihnen gesprochen. Und das letzte Mal dann auch meine Tochter, ihre jüngere Schwester. Die Stimmung war wechselnd bei Frauke. Beim ersten Anruf hat sie sehr müde, abgeschlagen, mit verwaschener Stimme gesprochen. Als mein Sohn mit ihr gesprochen hatte, klang sie ganz klar und hat gesagt, ich komme nach Hause und dann erkläre ich alles und das wird schon. Und er hat sie angemacht und hat gesagt, weißt du eigentlich, was hier los ist? Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich komme nach Hause und dann erkläre ich alles. Ist das, wie erklären Sie sich das? Also das ist ja kein normaler Tathergang, normal in Anführungsstrichen, aber dass keine Lösegeldforderung kommt, dass sie anrufen kann. Wie erklären Sie sich das im Nachhinein? Ich denke, sie ist mit jemandem mitgefahren, der sie vielleicht mit nach Hause nehmen wollte, weil ihre Wohnung auf dem Weg lag. Zumindest hat er es so getan. Und ich denke, dass sie diesen Menschen auch nicht besonders gut gekannt hat. Aber wie das unter jungen Leuten ist, die haben schneller Vertrauen als vielleicht wir. Und dann hat sie, weil sie an der Stelle auch ein Stück Selbstvertrauen hat, wahrscheinlich angefangen, ihn zu bearbeiten. Ich muss wieder nach Hause. Ich muss meine Eltern kontaktieren. Ich muss Bescheid sagen. Und am Anfang stand sie vielleicht unter Medikamenteneinfluss. Als mein Sohn mit ihr gesprochen hatte, war das nicht der Fall. Aber ich denke, sie hat alles gegeben, nach Hause zu kommen und den Täter zu bequatschen, sie wieder nach Hause zu bringen. Und der war ja auch immer in der Nähe ihrer Wohnung. Man kann an den Funkmasten sehen, dass er sich dann oder Frauke sich dann, wenn sie anrief, gar nicht weit von ihrer Wohnung bewegt hat. Das heißt also, möglicherweise hat er einen Anlauf genommen, sie zurückzubringen und hat es sich dann wieder anders überlegt. Beim letzten Telefonat war es dann noch mal anders. Es hat länger gedauert. Auf die Frage, wo bist du, was hat Frauke da gesagt? Auf die Frage, wo bist du, hat sie gesagt, Mama. Mama? Mama. Dreimal hintereinander, Mama. Ob das ein Hinweis ist auf ihren Aufenthaltsort oder auf die Person oder ob es einfach aus Erschöpfung und Verzweiflung ein Ausruf war, das wissen wir bis heute nicht. Wir haben ja auch in der Zeit keine Unterstützung von der Polizei bekommen, weil die mir einfach nicht geglaubt hat. Sie hatten eine Abfrage der Funkmasten gemacht, aber hatten ganz einfach vergessen, als ich am Dienstag, an dem letzten Tag, wo sie gelebt hat, dort war, hatten sie vergessen, die Tage Samstag, Sonntag, Montag abzufragen. Und so konnten wir auch das Muster nicht erkennen, das sich ja ergeben hatte, dass sie immer in der Nähe der Wohnung sich aufgehalten hatte, wenn sie telefoniert hat. Wenn wir noch mal bei diesem letzten Telefonat bleiben. Am Ende hat sie gesagt, sag Mama und Papa, dass ich sie liebe. Ja. Wie kam das bei Ihnen an? Bei uns allen kam das an als Abschied. Als Abschied. Dass sie gewusst hat, dass sie das nicht überlebt
und dass sie nicht wieder nach Hause kommen kann, dass es ihr aber wichtig ist, diese letzte Botschaft über ihre Schwester, mit der sie ja das besprochen hatte, nochmal zu uns zu transportieren und sich damit auf ihre Art in ihren Möglichkeiten zu verabschieden. Danach kam auch kein Lebenszeichen mehr von ihr und 3,5 Monate später wurde Fraukes Leiche dann in einem Waldstück gefunden. In welcher Situation haben Sie das dann erfahren? Die Situation, in der ich das erfahren habe, ist weit ab von jeglichem Krimi, wo man immer wieder sieht, die Polizei kontaktiert die Angehörigen und kümmert sich dann auch. Wir haben es erfahren am 4. Oktober, mittwochs, 23 Uhr etwa, dass das Telefon ging und jemand aus der Polizeidirektion Paderborn sagte, ja, wir wollten Ihnen nur sagen, wir haben eine Leiche gefunden, könnte wohl Ihre Tochter sein, steht auch morgen in der Presse, nur dass Sie sich nicht wundern. Und den ersten Kontakt zur Polizei danach hat es dann am Freitag gegeben. Da schütteln Sie auch den Kopf, ja, oder? Also da bin ich fassungslos, also es ist sozusagen alles falsch gelaufen, aber vor allen Dingen die Krisenbewältigung, da gibt es auch Krisenbewältigungsteams, die gerade in solchen Situationen unbedingt vor Ort sein müssen, weil das ja das Unerträglichste ist, was Menschen ertragen müssen. Ja. Dass sie damit so alleine gelassen wurden und dann am nächsten Tag das in der Presse stand, ist unerhört. Ja, ich habe am nächsten Tag dann in der Polizeidirektion in Paderborn angerufen, indem ich einfach auf Wahlwiederholung gegangen bin und habe gesagt, jetzt glauben Sie aber nicht mehr, dass sie freiwillig weggelaufen ist, so wie Sie es mir immer erzählt haben. Mhm. Nee, jetzt glauben Sie es nicht mehr. Wir haben mit den ermittelnden Behörden auch gesprochen. Die haben gesagt, sie sind schon der Meinung, dass es von Anfang an ernst genommen wurde, dass es auch Untersuchungen dieser Funkstrecken gab. Aber da können wir jetzt ins Detail gar nicht so einsteigen. Bleiben wir bei Ihnen. Es gab ja dann kriminaltechnische Untersuchungen zur Todesursache, auch am Fundort. Was hat sich dort herausgestellt? Was gab es an Erkenntnissen? Es ist untersucht worden, aber sie war nach einem heißen und feuchten Sommer halt nicht mehr viel über von ihr. Hm. Es ist ein Waldgebiet gewesen, etwa 20 Kilometer von Paderborn entfernt, etwas abseits gelegen. Sie ist ja von einem Jäger bei der Wildschweinejagd gefunden worden. Vielleicht wäre sie sonst nie gefunden worden. Von Zweigen bedeckt, ne? Etwas zweigebedeckt, ja. Und man hat die Todesursache nicht abschließend feststellen können, denn man konnte ja im Körper nichts mehr nachweisen. Und es gibt ja eine Menge Möglichkeiten, auch medizinischer Art, die dann einfach flüchtig sind und sich nicht festsetzen und nachweisbar sind. Aber es war klar, der Tatort war nicht der Fundort. Ja. Und man geht von Mord aus, oder? Ja. Mhm. Ja. Jetzt ist, ich glaube, wir können hier gar nicht richtig greifen, was das für Sie bedeutet, für Ihre Familie bedeutet. Ja. Dann stehen Beerdigungen an, dann stehen andere Dinge an, da organisiert man noch. Aber Sie haben gesagt, Sie sind Lehrerin, Sie waren Schulleiterin. Konnten Sie überhaupt noch arbeiten? Konnten Sie überhaupt noch Alltag wie vorher durchleben? Also ich habe durchgehalten bis zur Trauerfeier in dem Krankenhaus. Es war ein katholisches Krankenhaus und nach der eigentlichen Beerdigung haben die noch mal intern eine Trauerfeier gemacht, was ich auch gut und richtig fand, damit sich auch die Bewohner, die Mitarbeitenden und Mitschüler einfach verabschieden konnten. Und danach bin ich zusammengebrochen. Da ging gar nichts mehr? Danach ging gar nichts mehr und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um so weit wieder hergestellt zu sein, dass ich dann gesagt habe, und jetzt fange ich wieder an zu arbeiten. Ich kann nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und drüber nachdenken, was ist passiert? Warum ist sie gestorben? Warum ist sie getötet worden? Wer hat das getan? Ich musste einfach wieder arbeiten, um auch mich abzulenken. Also auch an Sie erstmal danke, dass Sie überhaupt hier so offen über solche schwierigen Themen reden und auch so offen sind hier zu uns in dieser Runde. Das erstmal. Man muss ja auch selbst durchschnaufen man muss ja auch selbst erstmal das sacken lassen, was glaube ich wir alle nicht erfassen können, was da in Ihnen und Ihrer Familie vorging. 2 Jahre
nach dem Mord haben Sie und Ihr Mann sich getrennt. Es hat immer viele Gründe, nehme ich an. Aber wie unterschiedlich ist Ihre Familie auch mit Trauer umgegangen? Meine Familie ist sehr unterschiedlich mit Trauer umgegangen. Die jüngere Tochter konnte eher darüber reden. Und sie hat ja dann in einer ganz unmöglichen Situation ihr Zahnmedizinstudium begonnen. Wir haben praktisch wenige Tage nach der Beerdigung den Umzug gemacht, haben überlegt, was machen wir jetzt? Und haben dann entschieden, dass es für sie vielleicht besser ist, rauszukommen in eine ganz andere Umgebung. Und haben gesagt, probier's. Wenn es nicht geht, hol dir Hilfe. Wenn du es nicht schaffst, ist das überhaupt kein Problem. Guck einfach, wie du damit klarkommst. Wir sind da und wir können reden, aber wir wissen auch nicht, was für dich im Moment am besten ist. Mein Sohn hat das in sich reingefressen, konnte da gar nicht drüber reden. Und ich denke, er hat auch genauso das Recht gehabt, das auf seine Art abzumachen. Und er hat auf seine Art signalisiert, ich bin da und ich stehe zur Familie und wenn er mich braucht, sprecht mich an. Sie haben irgendwann mal gesagt, 10 Jahre suche ich und dann nicht mehr. Das wäre 2016 gewesen. Sie suchen noch immer. Sie haben einen ausführlichen Podcast gegeben, wo Sie noch mal über die Tat in Einzelheiten berichtet haben. Sie haben eine Homepage geschaltet. Warum suchen Sie immer noch? Weil ich im Grunde verschiedene Anstöße bekommen habe, um noch mal zu gucken. 2016 war ein großer Kriminalfall bei uns in der Gegend, wo ich bombardiert wurde. Ist Frauke auch vielleicht ein Opfer davon? Das hat sich dann irgendwann rausgestellt, sie war es nicht. Ich habe ein langes Gespräch später noch mal mit dem Hauptvernehmungsbeamten der Täterin von dem Kriminalfall geführt. Und es war für mich klar, da hat die Polizei so ermittelt, dass ich denen glaube, dass Frauke kein Opfer war. Es passte einfach vieles nicht. Und gleichzeitig sprach mich ein Unternehmer an und sagte, mich hat das so berührt, was halten Sie denn davon, wenn wir eine hohe Belohnung aussetzen? Vielleicht redet dann jemand. Da muss doch jemand gewesen sein, der das mitgekriegt hat. Wenn man eine junge Frau eine Woche unter Kontrolle hält, das hat doch das Umfeld mitgekriegt. Sie haben ja selbst auch den Täter öffentlich angesprochen. Er soll sich. Was macht Ihnen Hoffnung, dass er sich bei Ihnen meldet? Ich weiß es nicht, ob ich Hoffnung haben kann. Es macht auch auf Dauer etwas mürbe, muss ich sagen. Und ich werde nicht jünger und ich habe den Podcast ja auch eingesprochen mit der Ansprache an den Täter, weil ich einfach gehofft habe, das macht noch mal was mit dem. Was macht es mit Angehörigen, und Sie sind nicht die Einzige, die damit leben müssen, dass ein Fall ungeklärt ist, dass der Täter nicht gefunden wird oder die Täterin und es auch keine Strafe gibt, keine Gewissheit, was passiert ist? Was macht es mit diesen Menschen? Ja, ich glaube, das haben Sie ja sehr eindrucksvoll jetzt geschildert. Es bleibt was offen. Und das heißt, ich kann auch etwas nicht so abschließen, wie ich das, so schlimm es ist, vielleicht könnte, wenn ich die Puzzleteile zusammenfüge, die jetzt fehlen. Das macht einfach was mit uns Menschen, wenn wir da ganz viele offene Fragen haben, vor allen Dingen, wenn jemand so dramatisch aus dem Leben scheidet und ja irgendwie noch nach Hilfe gerufen hat. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, gut, wie Sie das auch getan haben, dass Sie sich immer auch gleichzeitig dem Leben wieder zugewandt haben. Also, dass man sich nur verkriecht und das Leben dann ab da sozusagen an sich vorbeiziehen lässt, ist, denke ich, keine Lösung. Und es passiert ja leider ganz häufig, dass Familien, gerade Männer und Frauen, sehr unterschiedlich trauern, in ganz vielen Fällen, und dass Trennung eine häufige Konsequenz ist. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig zu reden, wirklich das Gespräch zu suchen. Jeder auf seine Weise, aber auch Männer haben letztlich das Recht, und ich sage das ganz bewusst auch als Mann, weil ich das als Psychotherapeut häufig erlebe. Es ist leider so, dass Männer sich keinen Gefallen damit tun, nicht zu reden. Das tun sie zwar immer noch sehr verbreitet, aber es hat manchmal tödliche Konsequenzen. Wenn Sie sagen, es ist gut, sich auch dem Leben immer wieder zuzuwenden, was gibt Ihnen auch Kraft im Leben? Wer oder was gibt Ihnen Kraft? Ich habe immer gesagt, ich habe noch 2 andere Kinder
Und die sollen spüren, dass ich sie gern habe und dass sie genauso wichtig sind wie das Kind, das nicht mehr lebt. Mhm. Und ich habe immer versucht, einen guten Kontakt zu denen zu behalten. Und ich habe das große Glück, sie wohnen beide in der gleichen Stadt wie ich. Ich habe seit einem Jahr ein Enkelkind, das ich häufig sehe. Und das gibt auch wieder positive Kraft im Leben. Ich finde, man muss auch mit den Menschen, die einem zur Seite stehen, mal lachen können und zusammen sein können, ohne zu trauern. Denn das macht sonst alles kaputt, auch einen selber. Und genau das wünschen wir Ihnen auch, dass Sie mit Freunden, mit Ihrem Partner, mit Ihrem Neuen, der auch heute hier ist, lachen können, dass Sie immer wieder sich dem Leben zuwenden können und natürlich, dass hoffentlich sich irgendwann auch Fragen klären, die Sie nicht loslassen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank, Frau Lietz. Eine Frage noch. Wir haben schon gesagt, es gibt viele Menschen, die etwas in der Vergangenheit haben, was sie nicht loslässt. Das können ganz andere Geheimnisse sein. Wie loten Sie aus, ob Sie sagen, ja, es macht Sinn, weiterzugehen, weiter zu graben nach dem Geheimnis? Oder wann ist es besser, einem Geheimnis nicht weiter nachzugehen und sich mehr dem Leben, wie Sie es gerade ausgedrückt haben, zuzuwenden und es sein zu lassen? Ja, also ich sag gerne salopp, ich bin jetzt kein Psychoarchäologe. Mhm. Also, weil wir können bei jedem graben und werden was finden, was Geheimnis ist. Also statistisch scheint es so zu sein, dass Menschen 13 Geheimnisse haben, die sie mit sich tragen, die sie nur mit wenigen Menschen teilen und tatsächlich 5 Geheimnisse mit niemandem. Und manchmal hat man auch Geheimnisse vor sich selbst. Und es ist durchaus sinnvoll, die auch zu behalten. Wenn etwas stört im Hier und Jetzt, dann ist es ganz klar angezeigt, was zu tun. Wir sprechen heute über Ungeklärtes, über Geheimnisse, die uns nicht loslassen. Frau Weizmann, Sie sind zunächst groß geworden mit Ihrer Mutter und mit einem Mann, den Sie Papa genannt haben und bei dem Sie auch davon ausgegangen sind, er ist Ihr Vater. Und als Sie 4 waren, ist er plötzlich verschwunden. Erinnern Sie sich noch, hat er sich verabschiedet von Ihnen? Was haben Sie da noch im Kopf, ganz bewusst? Ja, das war der 8. Januar 1993. Da sagte er, ich gehe jetzt dann. In dem Moment konnte ich mich bewusst daran erinnern, weil es ist so eindrücklich im Kopf geblieben, weil die Sonne so schön reinschien. Und als 4-jähriges Mädchen hat man, glaube ich, noch nicht so viele Erinnerungen, die so präsent sind. Und er kehrte nicht mehr wieder zurück. Also er wollte seinen Bruder besuchen gehen und kam nicht mehr. Nie wieder, bis heute nicht. Und hat er Ihrer Mutter irgendwo was angedeutet? Also war sie auch komplett überrascht? Ja, sie war komplett überrascht, weil sie davon ausging, er geht seinen Bruder besuchen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern tatsächlich, als sie dann den Schrank aufgemacht hat und irgendwie gesagt hat, ach du Scheiße oder irgendwie sowas in der Art. Ich kann mich nur ganz dunkel daran erinnern. Ja. Und da in dem Moment klar war, dass er Sachen mitgenommen hat, die keiner mitnimmt, der einfach nur kurz seinen Bruder besuchen geht. Und da ist es ihr dann aufgefallen, dass das wirklich endgültig ist. Hatten Sie gute Erinnerungen an, so ist man, es müssen frühe Erinnerungen gewesen sein, aber haben Sie grundsätzlich gute Erinnerungen an ihn gehabt in der Zeit davor? Ja, also ich kann mich jetzt an nichts Schlechtes erinnern. Wie gesagt, die Erinnerungen sind jetzt nicht so da, weil ich war ja klein. Aber auch wenn ich Fotos anschaue, wurde viel gelacht. Und es war, würde ich behaupten, jetzt ein ganz gutes Verhältnis. Hat Sie das in irgendeiner Form in den nächsten Jahren noch beschäftigt? Warum ist dieser Mann weg? Ja, ja, natürlich. Also das macht schon was mit einem Kind. Also würde ich auch jetzt behaupten. Ich habe meine Mama ganz oft gefragt, ne, wie man das so sagt. Mama, gib mir doch mal die Adresse. Ich will ihm schreiben. Und sie hat immer gesagt, ich kann dir keine Adresse geben, weil ich selber nicht weiß, wo er ist. Und klar, Verlustängste kriegt man. Da hatte ich immer Angst um die Mama gehabt, dass die jetzt auch geht. Ja, wie der Papa. Ganz genau. Ja, machen wir mal einen Zeitsprung. Sie waren auf der Kosmetikschule, viel später natürlich, und haben da eine gemeinsame Erfahrung mit einer Freundin gemacht. Es hatte mit Tarotkarten zu tun. Was ist da passiert? Ja, ich habe dann mit 18, wenn ich weiß nicht, jünger war, ich weiß nicht mehr genau, ein bisschen her, habe ich eine Kosmetikausbildung gemacht.
Und da war eine Mitschülerin, es waren verschiedene Alterskategorien, ich war noch sehr jung, sie war schon älter, ich glaube, sie war schon Mitte 40. Und dann hatte ich mit einer Freundin über Kartenlegen gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube da dran. Und sie hat es auch gesagt. Und dann kam sie und sagt, soll ich dir mal die Karten legen? Ich habe gesagt, ja klar, warum nicht, voll cool, ich bin damit aufgewachsen. Mhm. Und dann legte sie mir die Karten und hat zu mir gesagt, ich würde ein Geheimnis über mich erfahren. Und ja, ja, sie hat noch mehr gesagt, ne, wann ich heiraten würde und so weiter und so fort. Aber das war so ein Punkt, der ist mir im Kopf geblieben tatsächlich. Und haben Sie Ihrer Mutter davon erzählt? Ich habe ihr davon erzählt. Also ich bin dann nach Hause gegangen, sage, Mama, mir wurden heute wieder die Karten gelegt. Und die hat gesagt, ich werde ein Geheimnis über mich erfahren und ich werde da und da heiraten und das wird passieren. Und das war's. Und das habe ich ihr einfach erzählt. Und in welcher Situation hat sich dann das Geheimnis gelüftet? Das war tatsächlich dann 13. Juni 2008. Weiß ich auch noch. Ich bin nach Hause gekommen und meine Mutter war wahnsinnig aufgewühlt. Ich habe schon gedacht, irgendjemand ist gestorben oder irgendwas ist passiert. Und sie hat gesagt, ich soll mich bitte setzen. Sie müsse mit mir dringend sprechen. Und hatte total die Tränen in den Augen und hat dann zu mir gesagt, dass ich aus einer Samenspende entstanden bin und der Mann, der gegangen ist, nicht mein biologischer Vater sei. Was hat das ausgelöst? Das war ja sehr viel Neues auf einmal. Ja, das war, wie soll man das beschreiben? Das Krasse war, dass da so ein Knoten in mir geplatzt ist, von dem ich nicht mal wusste, dass er existierte. Also irgendwie hat sich dann so ein klares Bild ergeben, weil ich muss wahnsinnig still geworden sein, weil meine Mutter mich angeschaut hat und hat meine Hand genommen und gesagt, hast du mich jetzt? Und dann habe ich gesagt, nein, aber jetzt kann ich aufhören zu suchen. Das war meine erste Antwort darauf. Und dann musste ich erst mal rausgehen. Ich gesagt, ich gehe jetzt raus, ich muss das erstmal verarbeiten. War da denn Wut auf Ihre Mutter? Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ja? Ich hatte tatsächlich überhaupt keine Wut auf sie, sondern ich war erleichtert, dass einfach das, was ich nicht wusste, was ich zuordnen konnte, dieses komische Gefühl, was ich immer hatte und verbunden habe mit der Geschichte, sich einfach gelöst hat. Sie wussten, der Mann, der gegangen ist, als Sie 4 waren, war nicht Ihr leiblicher Vater? Ja. Und Sie wussten plötzlich, ich bin aus einer Samenspende entstanden. Ja. Haben Sie dann mit Ihren Freundinnen und Freunden, mit Bekannten darüber geredet? Wie sind Sie damit umgegangen, mit dem, was Sie da plötzlich wussten? Ja, also nicht so offen am Anfang. Man hat sich auch geschämt. Also ich habe mich wirklich geschämt dafür. Ja. Weil ich habe mich im Spiegel angeschaut und habe meine komplette Identität in Frage gestellt, weil ich wusste, dass diese blonden Haare nicht von diesem Mann kommen können. Also, und da kommt man wirklich in eine Identitätskrise, weil man sich diese Fragen stellt und mit so einer Lebenslüge eigentlich aufgewachsen ist und man sich dann einfach auch selber nicht mehr kennt im ersten Moment. Sie wussten, da gibt es einen Samenspender, aber Sie haben sich dann zunächst auf die Suche nach dem Mann gemacht, der mit 4 weg ist, als Sie 4 waren. Sie haben ihn dann auch tatsächlich gefunden. Ja. Übers Internet haben Sie rausbekommen, er ist in die Dominikanische Republik. Genau. Hat dort als Fremdenführer gearbeitet. Sie haben ihn dann auch dort besucht. Ja. Haben Sie dann erfahren, warum er so plötzlich gegangen ist? Ja, tatsächlich. Also ich habe ihn dann über Social Media gefunden. Ja. Und bin dann 2012 darüber geflogen zu ihm. Und habe ihn am Strand getroffen. Also total, also wie bei Vermisst, oh, man rennt aufeinander zu und es hat sich aber auch so komisch angefühlt in dem Moment. Aber ich bin dann tatsächlich mit ihm mal rausgegangen in ein Restaurant und ich wollte mich diesem Thema nicht so annehmen. Ich wollte einfach nur wissen, ob das stimmt. Ne? Also man stellt ja auch irgendwie alles in Frage. Stimmt das jetzt wirklich, was die Mama jetzt alles erzählt hat? Und ich habe dann ihm gesagt, dass ich die Wahrheit über meine Entstehung kenne. Ja. Und ich habe ihn halt dann ganz ehrlich gefragt, beziehungsweise ich habe dann zu ihm gesagt, du weißt was, ich verzeihe dir, dass du gegangen bist, ich vergebe dir, aber warum hast du das gemacht? Bitte erklär es mir. Und er hat mir einfach eine ganz banale, schlichte Antwort gegeben und gesagt, ich konnte so nicht weiterleben. Aber was er damit genau meinte, darauf habe ich keine Antwort gekriegt. Es ist nicht gerade eine allumfassende Antwort, muss man schon sagen. Das war aber der Teil 1 Ihres Puzzles. Es kam der zweite Teil. Sie haben sich dann in einer Gendatenbank mit Hilfe eines Abstrichs registrieren lassen. Mhm. Und diese Datenbank ist in den USA. Und dann haben Sie aber plötzlich eine Mail bekommen. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil im Jahr 2019 bin ich auf einen Artikel gestoßen von einem Spenderkind, die ihre biologischen Wurzeln anhand dieses DNA-Tests herausgefunden hat. Und ich bin dann auf den Verein der Spenderkinder gestoßen, über diese Seite, weil es auch ein Vereinsmitglied war, und habe dann über diese DNA-Datenbanken mehr erfahren und habe gesagt,
cool, jetzt gehe ich meine Geschwister finden, weil die Wahrscheinlichkeit, als Spenderkind viele Geschwister zu haben, ist sehr hoch. Und das war total mein Anliegen. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt nach draußen und suche sie. Dann habe ich mir diesen DNA-Test bestellt und habe dann einen Wangenabstrich gemacht und habe den auch wieder weggeschickt. Und dann kam der 18. Mai. 18. Mai? Genau, der 18. Mai 2019. Es ging relativ flott. Und dann schrieb mich ein Mann an und mit dem Betreff, schau doch mal in die Datenbank rein. Und ich habe das erstmal so weggewischt, bin dann aber in die Nachricht rein und da stand dann drin, schau doch mal bitte in die Datenbank rein. Er wäre auf jeden Fall sehr berührt und würde sich auf Kontaktaufnahme freuen. Und dann? Dann habe ich mich eingeloggt. Also erstmal habe ich es meinem Freund gezeigt. Er hat gesagt, ja, pass auf, nicht, dass das irgendeiner ist, der irgendwas von dir will oder so. Und dann habe ich gesagt, stopp, irgendwas Großes passiert jetzt. Und ich habe mich dann eingeloggt und war dann, bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass der Mann, der mir da geschrieben hat, mein biologischer Vater ist. Wow. Ja. Und das war dann auch ein Knoten, der hier drin geplatzt ist. Also nochmal, wumm, und jetzt ist dein Puzzle gelöst. Und es war, ich kann es nicht beschreiben, es war einfach unfassbar. Und dann, also haben Sie dann überhaupt schlafen können? Oder wenn so eine Nachricht, stell mir vor, das ist, schlägt dir ein? Das schlägt ein wie eine Bombe tatsächlich. Nee, mein Freund war total süß, weil er ist total pragmatisch. Er sagt, ja, ist doch super. Und ich so, ja, boah, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe gesagt, jetzt müssen wir erstmal was essen gehen. Da muss ich mich beruhigen und dann schreibe ich ihm zurück. Und so lief es dann. Und keine 24 Stunden später haben wir uns ins Auto gesetzt und sind dann dahin gefahren. Und wo haben Sie sich getroffen? Ja, er wohnt auch in München, in derselben Stadt wie ich. Keine 30 Autominuten von mir entfernt. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit, ja. Und das war unbeschreiblich. Also ich wusste, es wird jetzt irgendwas Großes passieren. Und dann sind wir aufeinander zugelaufen. Wieder die gleiche Szenerie wie in der Dominikanischen Republik, nur mit dem richtigen Mann. Ja, und so nah in meiner Nähe, also so nah bei mir dran. Und das war unfassbar. Es war einfach, ich stand dann vor dem Mann, von dem ich meine blonden Haare habe. Und ich habe meine Antworten dann bekommen. Ja. Und wie ist er? Ja, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Also das merke ich schon auch. Ja, wir haben sehr viel gemeinsam. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt heute zu einer Familie zusammengewachsen. Ich habe ja auch noch drei kleine Brüder aus der Ehe meines Vaters, mit denen wir heute, ja, wir haben ein tolles Verhältnis. Und ich bin da jeden Tag so dankbar dafür. Mhm. Dass wir uns in diese Richtung hin bewegt haben und dass das Interesse und das Bedürfnis einfach da war und auch dieses Elternbild entstehen konnte und ich Fotos habe, wo ich zwischen meinen Eltern stehe. Und das ist so wertvoll, wirklich. Mittlerweile gibt es ja auch das Recht zu erfahren, wer sind Vater, Mutter, wer sind die Eltern, wer ist auch Samenspender. Warum ist das wichtig? Ich glaube, Sie haben das sehr, sehr eindrucksvoll geschildert, wie sehr Sie auf der Suche nach Ihrer Identität, nach Ihrem Ursprung waren und dass Sie gespürt haben, ohne es benennen zu können, dass da was fehlte. Mhm. Und das ist, glaube ich, was Menschen grundsätzlich antreibt, auf die Suche zu gehen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es vom Ergebnis her letztlich sich entscheidet, wie das Ganze im Endeffekt ausgeht. Also, ein anderes Szenario wäre ja denkbar gewesen, da will jemand nichts von Ihnen wissen, lehnt Sie ab, sagt, das war bloß eine Samenspende. Dann geht das Ganze sehr in eine andere Richtung und kann zu tiefer Enttäuschung führen. Also es ist nicht von vornherein ausgemacht, dass es immer solche Geschichten gibt, die zu einem wunderbaren Ende gekommen ist. Wie hat es Sie verändert, jetzt all das zu wissen, auch Geschwister zu haben? Ja, es ist sehr besonders. Ich war natürlich ein bisschen überfordert, weil die wesentlich jünger sind wie ich. Klar, weil sie aus der Ehe meines Vaters stammen. Und das ist eine ganz andere Verantwortung. Aber der Kleinste hat mich sofort angenommen. Mhm. Und ich bin seine Schwester gleich gewesen, sofort. Und das war natürlich wunderbar. Und es hat mich einfach geerdet. Ich bin einfach irgendwie angekommen. Ich habe mich jetzt auch selber besser kennengelernt. Und heute trete ich auch zum Teil mit meinem Vater gemeinsam auf, um dieses Thema zu enttabuisieren, mehr Bewusstsein bei den Menschen zu erreichen, aber auch
nicht nur Aufklärung zu betreiben und ein Gesicht für Spenderkinder zu sein, sondern einfach auch dieses Bewusstsein zu geben, genau hinzuschauen und aus dem verkopften Denken herausgehen zu gehen, um auch schöne Dinge entstehen zu lassen, wie es bei uns der Fall ist. Ich weiß, dass es nicht bei jedem so sein wird und nicht bei jedem das Bedürfnis auch da ist, aber wir möchten einfach auch zeigen, es geht anders. Und das ist das, was wir nach draußen bringen wollen. Vor allem ist es mein tiefes Bedürfnis und Anliegen, einfach auch auf seine Intuition zu hören und dem Weg zu folgen und sich niemals abbringen zu lassen. Das können tolle Dinge entstehen. Schön, dass Sie da sind, Frau Weizmann. Herr Hausstein, wir haben heute schon viele Tage gehört, die Leben verändert haben. Auch Ihre Geschichte beginnt mit einem Moment, den Sie nie vergessen. Ihr Vater lag im Sterben. Es war der 30. Januar 1995. Korrekt. Er hat Ihnen noch was zugeflüstert. Was hat er geflüstert? Was hat er gesagt? Ja, mein lieber Vater hat gesagt, hier gingen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges Transporte her mit Kisten mit Bernstein. Sei vorsichtig, ich habe es bislang als mein Geheimnis gehalten. Und Sie waren sich sicher, er meint das Bernsteinzimmer? Ja, Kisten mit Bernstein hat er gesagt, ja. Nicht Bernsteinzimmer. Ja. Das Bernsteinzimmer wurde dann rein interpretiert von den Medien. Also er hat gesagt, Kisten mit Bernstein, aber das wird so sein, das Bernsteinzimmer. Und das lässt er nicht los. Ein Vater auf sein Totenbett lügt er nicht an. Mhm. Deshalb wird man nicht irgendwie Schatz suchen. Man hat das dann mitgenommen. Und ich habe gesucht mit Leuten, mit Kumpels, erstmal auf tschechischer Seite, weil es bei uns kein Bergwerk mehr gab. Das war seit über 100 Jahren. Sie wohnen in einem kleinen Ort, Deutsch-Neudorf, muss man Grenze sagen. Grenze zu Tschechien. Mhm. Genau, und dort haben Sie erst auf der tschechischen Seite Korrekt. Gesucht, auch nach dem Hinweis. Und dann haben Sie aber einen mysteriösen Anruf bekommen. Ja, man kommt dann, nachdem man in der Öffentlichkeit geht, plötzlich bekommt man Anrufe, man bekommt Briefe, man kommt auch Drohbriefe, komme ich dann dazu. Und der Anruf hieß ungefähr so, spitz deine Ohren, ich war dabei, unser Anführer war der Husen, das war der Sicherheitschef, du musst auf deutscher Seite suchen. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht und haben dort ein Bergwerk entdeckt. Was übrigens die Staatssicherheit der DDR, die ja auch gesucht hatte nach dem Bernsteinzimmer, 1982, 83 versucht hatte, hat aber das Bergwerk nicht gefunden, weil der Eingang von einer Fabrik überbaut war. Und Sie haben den Fortuna-Stollen. Und daraufhin haben wir den Fortuna-Stollen gefunden, entdeckt, sind rein, haben erst mal geguckt. Dann natürlich das Oberbergamt geholt, eine Bergsicherung, eine Fachfirma als Schneeberg, die das alles für uns aufgeschlossen haben. Wobei die meisten Stollengänge waren frei. Aber ist Ihr Puls da schneller gegangen, dass Sie sagen, jetzt ist hier auch noch der Stollen? Mein Vater hat mir gesagt, jetzt entdecken wir hier einen Stollen. Wir kommen der Sache näher? Natürlich ist das so. Das lässt den ja nicht kalt. Wenn du plötzlich dieses Bergwerk findest, was seit über 100 Jahren zu ist, verschlossen ist, und du findest dann in diesem Bergwerk Sachen der Wehrmacht. Nicht nur alte Waffen, Uniformknöpfe, auch Zündschnuren aus Plastik. Die gab es damals noch gar nicht. 1892. Ja. Das findest du und du weißt, hier war jemand drin. Du findest dann im Bergwerk versprengte Stellen, wo wir noch nicht überall durch sind. Und du weißt, hier ist was. Und dann kommen diese Briefe. Auch Drohbriefe. Drohbriefe? Ein richtiger Drohbrief. Sinngemäß, du, also ich, der Peter Hausstein, bist schuldig gesprochen, weil du dich an fremdem Eigentum vergreifst. Das geht ja noch. Aber da unten drunter kommt der Satz, das werden deine Kinder und Kindeskinder büßen. Das ist also kein Spaß mehr. Wollte ich sagen. Ich gebe dann die Briefe immer, es sind ja mehrere. Ich habe auch schon richtige Morddrohungen bekommen. Wo draufsteht, es gibt 10 Leute und die ersten 7 sind schon tot, ich bin der 8. Ich gebe es immer dann den Staatsschutz und die kümmern sich drum. Das ist kein Spaß mehr. Bei uns in diesem Raum Deutsch-Neudorf liegt das Bernsteinzimmer und weitere viel wichtigere Sachen. Warum machen Sie weiter? Haben Sie auch mal drüber nachgedacht? Ich meine, ein Geheimnis, Ihr Vater hat es gesagt, aber wenn Sie das Gefühl haben, vielleicht ist meine Familie bedroht, haben Sie auch mal drüber nachgedacht, ich lasse die Finger davon? Jetzt ist es zu spät. Also ich sage es ehrlich, wenn ich es heute wüsste, was auf mich drauf zukommen wird oder schon gekommen ist, hätte ich das niemals der Öffentlichkeit gesagt. Jetzt einfach gelassen. Jetzt ist es so. Und wenn sowas in der Öffentlichkeit geht, melden sich auch andere. Da gibt es einen aus Österreich, der heißt Burkhard List. Das ist so ein kriminalistisch unterwegs seiender Journalist.
der hat auch ein Buch geschrieben, der hat Dokumente von Ungarn, Budapest, Frachtscheine mit der Eisenbahn bis nach Deutschneudorf. Die hat er, da sucht er auch bei uns mit. Der andere hat wieder Hinweise zu Gold und bei uns sind die ganzen Größen des Dritten Reiches gewesen. Die sicherlich niemandem was sagen, Herr Kammler oder die Mutschmann oder so. Also in diesem Bereich ist bei uns richtig ein Depot angelegt worden, neben diesem Bergwerk. Wenn wir diesen zweiten Eingang finden, dann werden wir auch weiter vorkommen. Sie suchen ja auch weiter. Ist es richtig, dass Sie immer der Erste sind, der runtergeht? Man darf das ja nicht sagen, denn man darf ja nicht irgendwo ohne Genehmigung reingehen. Ja. Aber die Leute sagen, es sei so. Aber hier im kleinen Rahmen, ja, kann man das schon mal sagen. Ja, das ist auch der Ehrgeiz, dass ich das auch beweisen will, was der Vati gesagt hat. Und eben auch diese vielen anderen Hinweise. Und auch diese Sache, dass viele das ja auch ins Lächerliche ziehen und ja, der Spinner und so, lasse ruhig reden. Da freue ich mich am meisten drauf, wenn ich genau denen kann, denn diesen gewissen Finger zeigen, wenn ich es gefunden haben werde. Ist das auch so ein, ist das diesen Leuten das zu zeigen, hat das mit ihrem Vater zu tun? Ich meine, das Bernsteinzimmer zu entdecken, gibt einem natürlich auch eine Bekanntheit. Würden Sie gerne die Schlagzeile sehen? Haustein, der Entdecker des Bernsteinzimmers? Nein, ich bin unwichtig. Es geht überhaupt nicht um mich, es geht um die Sache. Mhm. Und das Bernsteinzimmer, so ein ganz kleiner Teil von diesen Dingen, die vom Zweiten Weltkrieg noch weg sind. Man redet also von 10.000 bis 20.000 Eisenbahnwaggons. Die Amerikaner schätzen den Wert so ungefähr auf 3 Billionen, also 3.000 Milliarden Dollar. Das Bernsteinzimmer ist nur ein ganz kleiner Teil. Es geht also um Kulturgüter, es geht um Gold, Diamanten, es geht aber auch um Unterlagen, Geheimdokumente. Sie haben jetzt wieder einen Brief aus den USA bekommen. Ja. Sie wollen jetzt wieder neu durchstarten. Ja. Glauben Sie, jetzt finden Sie es? Ja, es geht wieder einen Schritt weiter. Wieder ein Stück des Mosaiks, was wir also schließen werden. Auch das ist ja mysteriös, dass also ein Enkel eines amerikanischen Kunstschutzoffiziers, der 1945 und 1946 deutsche Wehrmachtsangehörige verhört hat, bei diesen Verhören immer wieder das Wort Deutschneudorf, Bernsteinzimmer, Schatzsuche und so weiter gekommen ist. Und nach so vielen Jahren schreibt mir das Enkelchen und erklärt mir 4, 5 Seiten auch mit Bildern, diesen Stollen, auch Details, die nirgends veröffentlicht wurden. Und da sind wir noch jetzt dran, dem nachzugehen. 1995 war das, dass Ihr Vater Ihnen das gesagt hat. Richtig, ja. 1998 haben wir dann angefangen und dann hat sich das immer so weiter fortgeführt. Stimmt schon lange Ihr Leben mit. Sie waren Bürgermeister, Unternehmer. Es ist nicht das Einzige, was Sie machen. Sie haben die Leute da ja auch zu motiviert. Aber wenn Sie noch mal in sich reinschauen, was treibt Sie an, diesem Geheimnis weiter auf der Spur zu bleiben? Was ist das? Dieses Geheimnis Bernsteinzimmer ist der Oberbegriff. Was wir dort finden werden, kann auch viel Gutes bewirken. Schau mir, ich finde das Bernsteinzimmer und sage, Herr Putin, das ist Ihres. Und dafür hören Sie mit dem Krieg auf. Das wäre doch was. Interessante Idee. Ist es manchmal auch so, dass der Weg das ein Ziel ist? Also ich sag mal so, machen Sie das auch, weil Ihr Vater Ihnen das gesagt hat und Sie ihm einfach weiter gerecht werden wollen, indem Sie weitersuchen? Ist das auch ein Teil? Das ist auch ein Teil, wie es viele Teile gibt. Aber ich bin jetzt so weit vorgedrungen und so überzeugt und bekomme ständig neue Hinweise. Und es gibt auch neue Messgeräte, was es vor ein paar Jahren nicht gegeben hat. Diese 3D-Scanner-Technik, die wir jetzt einsetzen können. Und deshalb muss man, das ist Bergmann, Beharrlichkeit, Gottvertrauen, Hoffnung, immer dranbleiben. Und das mache ich auch. Wenn Sie fündig werden, dann treffen wir uns wieder. Okay? Spätestens dann sind Sie wieder im Nachtcafé. Versprochen. Versprochen. Sie haben gesagt, was Leute unter Tage brauchen. Es gehört sicherlich auch Standvermögen dazu, so lange da dran zu bleiben. Und wenn wir bei Standvermögen sind, dann sind wir auch bei Ihnen, Frau Würz. Sie haben Dinge enthüllt, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten. Sie haben für ein Gesundheitsamt in Bayern gearbeitet. In dieser Funktion sollten Sie in einer Seniorenresidenz eines privaten Trägers während der Pandemie Corona-Reintestungen durchführen, auch Quarantänemaßnahmen durchführen. Als Sie das erste Mal dorthin sind, waren Sie angemeldet?
Nein, ich war nicht angemeldet. Es gab tatsächlich, das war im April 2020, einen kleinen Corona-Ausbruch in diesem Heim. Und es war meine Aufgabe zu kontrollieren, wie ist das Heim aufgestellt. Und so habe ich auch tatsächlich meinen ersten Fuß in das Heim gesetzt und wollte eigentlich gleich rückwärts wieder rausgehen. Und hatte als allererstes einfach im Kopf, wie kann es sein, dass so etwas in unserem Land überhaupt existieren kann. Was ist dieses so etwas? Warum wollten Sie eigentlich gleich wieder raus? Also ich glaube, es war die Summe an Dreck und verwahrlosten Menschen und ein furchtbar hohes Maß an Leid, sowohl für diejenigen, die dort gearbeitet haben, als auch letztendlich primär für die Menschen, die dort gewohnt haben. Und meine Fassungslosigkeit, dass das niemand gesehen haben will oder dass wir das einfach so mittragen, das war, glaube ich, das Wichtigste daran. Ganz schön. Wenn Sie Dreck ansprechen, dann lese ich daraus, die Hygiene war höchst fragwürdig. Wenn Sie Leid ansprechen, was hat dieses Leid bei den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Seniorenresidenz ausgelöst? Also wissen Sie, es ist ja immer so, wir reden immer vom Pflegenotstand und von zu wenig Personal. Das war es sicher auch, aber es war es nicht alleine. Es waren von Mäuse in der Küche über Schaben in den Fluren, über unfassbar viel Müll und einfach ein ganz hohes Maß an leidenden, nicht gut versorgten Menschen, die in vielerlei Hinsicht nicht nur ihre Menschenwürde verloren hatten, sondern, ja, ich würde sagen, der Übergang zu groben Menschenrechtsverletzungen, der war schon fließend. Und sie haben eins, sie haben einfach, ja, neben Leid Schmerzen erfahren. Sie sind nicht, ihre Grundbedürfnisse sind nicht mehr erfüllt gewesen. Es war schlimm und es ließ sich nicht durch Corona erklären. Wenn Sie sagen nicht versorgt, heißt das unterernährt? Das heißt auch unterernährt, ja. Ich habe eine Bewohnerin gefunden mit einem Body-Mass-Index von 15,9. Die war so einfach skelettiert und saß da und hat gefroren und hat sich gefreut, dass ich ihr eine Decke gebracht habe und habe meine Hand gehalten und gesagt, sie schickt der Engel, sie sind ein Engel, sie schickt der Himmel. Es war einfach grotesk. Was ist denn sonst? Also ich stelle mir vor, die Menschen haben ja eine Klingel oder irgendwas, um sich bemerkbar zu machen. Was ist passiert, wenn Sie um Hilfe gebeten haben nach Ihrer Erfahrung? Also ich habe sehr viele Zimmer gefunden, in denen die Klingel einfach abgestellt war. Es gab überhaupt keine Möglichkeit, dass sich die Menschen hätten äußern können. Und dann gab es einfach tatsächlich auch Menschen, die sich zwar noch hätten äußern können, die mich aber mit völlig leeren Augen angeguckt haben und gesagt haben, da kommt eh keiner. Also es war einfach völlig skurril. Sie haben auch eine Frau beobachtet, die einen Schlaganfall hatte, die mit dem Rollstuhl neben dem Bett saß. Was war mit dieser Frau? Das war in einer Zeit, in der wir eben verstärkt Reihentestungen durchgeführt hatten, als ein weiterer Corona-Ausbruch das Heim belastet hat. Und diese Frau saß an einem verdreckten kleinen Nachttischchen und sie hatte mehrere Becher um sich rum, auch vertrocknete Trinkbecher am Boden verteilt und hatte versucht, mit ihrer Halbseitenlähmung zu essen, weil niemand da war, der sie gefüttert hätte. Und sie war am ganzen Körper mit Brei verkrustet und hatte eben einfach versucht, noch für sich in irgendeiner Form ihr Grundbedürfnis zu erfüllen, nämlich zu essen. Und von Lebensqualität mit Nahrungsaufnahme brauchen wir, glaube ich, hier nicht zu sprechen. Und sie hatte es irgendwann aufgegeben und saß da und alles war verkleckert, ihr Mund, die Lippen verkrustet. Es war einfach schrecklich. Sie haben schon als junge Frau Ihre krebskranke Mutter gepflegt. Sie sind gelernte Kinderkrankenschwester. Ja. Sie haben eine Zusatzausbildung in der Pflege gemacht. Das heißt, Sie sind vom Fach. Sie haben schon einiges gesehen. Offenbar noch nie so etwas wie dort. Nein. Mit welchem Gefühl sind Sie dann nach Hause gefahren? Also ich glaube, mein erster Impuls war, wir müssen die Leute sofort evakuieren und ich werde einfach so laut trommeln, wie es irgendwie möglich ist
und alle Menschen darüber informieren, was in diesem Heim vor sich geht. Natürlich nicht im Sinne von, ich schwenke gleich die rote Fahne, sondern ich gehe meine korrekten Dienstwege und sage, wir haben Handlungsbedarf jetzt, heute, sofort. Sind Sie dann auch an die Verantwortlichen in dem Heim gegangen und habe gesagt, hört mal, guckt euch das doch an, das könnt ihr nicht bringen? Das geht so nicht, oder? Ja, das habe ich gemacht, aber es war relativ intransparent und auch nicht wirklich kooperativ. Und im Laufe dieser Zeit war dann auch irgendwann die Heimleitung weg und das Heim quasi führerlos, sodass wir im Grunde das Landratsamt auch den Pflegepool Bayern aktiviert hat. Und ich selber auch mal 3 Tage Interimsheimleitung war, um überhaupt sicherzustellen, dass wir, sag ich mal, das Geringstmögliche noch durchführen können. Und das Landratsamt hat relativ schnell mit Hilfe meiner Protokolle einen Amtshilfeantrag gestellt. Und die Bundeswehr rückte aus mit 55 Mann, um dort zu retten, was zu retten ist. Hatten Sie das Gefühl, da ziehen jetzt alle an einem Strang? Also ich hatte zeitweise das Gefühl, ja, alle arbeiten daran, das Heim geordnet zu evakuieren und nach der Triage die Leute einzugruppieren und auch abzuverlegen. Wir haben einige Krankenhauseinweisungen gemacht. Und eine ganze Weile hatte ich ein Ziel vor Augen und war der Meinung, wir tun alle das Richtige und alle haben sozusagen das Gleiche. Was war das Ziel? Eine Evakuierung des Heims und eine sofortige Schließung des Heims. Wenn Sie das hier hören, wie sehr treibt Sie das Thema um, wie mit Menschen im Alter umgegangen wird? Also ich muss sagen, ich erinnere mich dann immer an Anzeigen, investieren Sie in Senioreneinrichtungen. Das ist eine gesicherte Kapitalanlage. Und ich ärgere mich dann immer, dass alte Menschen als Kapitalanlage betrachtet werden. Und ich denke, das beschreibt das, was Sie gesagt haben, nochmal aus einer anderen Blickrichtung. Ja, das ist richtig. Es gab ja auch Reportagen dazu und es hat sich einer der ehemaligen Manager geäußert, wie leicht es ist, Essen einzusparen, um letztendlich die Rendite zu erhöhen. Es ist auch schon ausgesprochen worden und das ist, glaube ich, auch immer das, was mich so antreibt. Es wissen so viele und es passiert so viel. Und bitte auch nicht immer sagen, um Gottes Willen, es sind doch nicht alle Heime schlecht und jetzt sagt die böse Frau Würz was über die böse, böse Pflege und wir geben uns doch alle so Mühe. Ja, es gibt die guten Heime und es gibt auch ganz, ganz tolle Mitarbeiter, aber es überwiegen die Missstände im Moment und wir laufen so von einer Entrüstungswelle in die nächste und es ist einfach Zeit zu handeln. Und die Zeit ist jetzt und es geht uns alle an und wir sind alle in der Verantwortung, was zu tun. Ist das so eine Urangst? Ist das auch eine Urangst, die wir haben, dass wir im Alter so hilflos solchen Zuständen mal ausgesetzt sein können? Ich denke das nicht. Das ist ein Einzelfall. Ich habe selber mal mit dem Deutschen Roten Kreuz in Marienberg ein Pflegeheim gebaut und betrieben. Ich habe dann meinen Anteil verkauft. Und dort kann ich sagen, ist alles tiptop in Ordnung. Auch die anderen Pflegeheime, die ich kenne. Wie ist es trotzdem möglich, dass auch solche Zustände möglich sind? Und dass wir das zulassen? Also ich glaube, zunächst ist ja mal ist schwer auszuhalten, dass es überhaupt sowas gibt. Also ich glaube, das ist auch das, was Ihnen vermutlich auf der einen Seite begegnet. Manche werden sagen, wie mutig, andere werden sagen, das stimmt doch alles gar nicht, übertreibst. Weil es eine Tendenz gibt, glaube ich, bei uns allen, dass wir das, was so unfassbar schlimm ist, und das gibt es leider überall, auch in Deutschland, auch in vielen anderen Bereichen, was Gewalt anbelangt, das ist übrigens eine Form von Gewalt, von struktureller Gewalt, dass das ausgeblendet wird. Ja, und dass es deswegen so mühsam ist, durchzudringen. Weil wir alle es fast nicht aushalten. Man hat das Gefühl, das sind Bilder aus Afrika, die Sie schildern, aber die sind hier. Ja, und das macht es, glaube ich, so wichtig, auch darüber zu reden, weil wir sind alle letztlich die Heimbewohner von morgen. Ich muss tatsächlich dazu noch was sagen, zu den Einzelfällen. Da muss ich Ihnen wirklich leider widersprechen, denn ich war 2020 im Landtag und dort ist in München ein Bericht vorgelegt worden. Alleine in Bayern sind im Jahr 2019 173 Heime mit schweren Mängeln festgestellt worden, mit schweren Mängeln. Und das Zweite, was mir so wichtig ist, auch hier noch mal zu sagen, ist die Geschichte von Schliersee vom Tag 1 dieser Missstände, die einfach offensichtlich war und die auch nicht die absenzierische Frau Würz gesehen hat, sondern das haben alle gesehen.
Bis zur Heimschließung hat die Heimaufsicht das Heim 40 weitere Male kontrolliert und 40 weitere Male hat sie schwere Mängel festgestellt. Und es hat 18 Monate gedauert, das Heim letztendlich auch mit Druck der Presse dann zu schließen. Und ich möchte dazu nur sagen, in diesen 18 Monaten haben diese Menschen weiter gelitten. Und wir haben nicht auf sie aufgepasst und wir haben sie nicht beschützt. Und ja, das ist einfach nur unfassbar. Sie haben ja auch entschieden, nachdem es zum ersten Mal schon den Beschluss gab, das Heim nicht zu schließen. Nach einer ausführlichen Begehung kam man zu dem Ergebnis, dass der Träger sich doch bemüht, die Situation zu verbessern. Sie haben gekündigt. Warum haben Sie gekündigt? Also ich habe zum einen gekündigt, weil die Kriminalpolizei ja längst die Ermittlungen aufgenommen hat und ich ja nun wirklich sehr viel dokumentiert habe und auch alles immer an meine Vorgesetzten weitergegeben habe. Und ich auch eine Zeugin für den kommenden Schliersee-Prozess, der hoffentlich irgendwann auch kommen wird, dann bin. Und an diesem System, das tatsächlich krankt, müssen wir arbeiten. Und einfach nur weiter so zu machen, wäre nicht mein Ding gewesen. Also es war sicher eine Kombination daraus und auch eine Entscheidung zu sagen, es muss systemisch was geändert werden. Und das geht von innen nicht. Im August, ein paar Wochen nach Ihrer Kündigung, gab es dort dann noch eine Gewalttat in diesem Heim. Ja, also man hat sich ja gegen die Schließung entschieden, weil die Bemühungen des Trägers erkennbar gewesen sein sollen. Ich habe sehr lautstark gewarnt und letztendlich hat ein dementer Bewohner nach dieser Nichtschließung eine andere Bewohnerin zu Tode geprügelt und vergewaltigt. Und auch nach diesem Ereignis ist das Heim nicht geschlossen worden. Und das war, glaube ich, auch mit ein Wendepunkt, dann zu sagen, okay, wenn alle normalen Wege versagen und es nicht gelingt, auch auf staatlicher Ebene hier dafür zu sorgen, dass das aufhört, dann muss ich eben an die Öffentlichkeit gehen mit allen Konsequenzen. Es hat aber ein paar Monate gedauert, bis ich mich dazu entschieden habe, mit Namen und Gesicht nach draußen zu gehen. Ich möchte aber betonen, ich schäme mich für gar nichts und ich würde es, wenn ich sowas noch mal sehen würde, auch immer wieder genauso tun. Das alles ist ja noch gar nicht lange her. Sie beschreiben ja auch, vieles ist auch noch im Prozess, im wahrsten Sinne des Wortes. Danach haben Sie noch mal es probiert mit einer Anstellung in der Pflege. Hatten Sie danach den Eindruck, dass Menschen Ihnen vielleicht auch skeptischer begegnen, wenn sie Ihre Geschichte kennen und denken, oh, mal gucken, die guckt ja genau hin, die wird ja was erzählen? Also dieses Nestbeschmutzerbild, das Sie schon kurz angesprochen haben, dass das schnell entsteht? Das war sehr präsent und hat auch zu der ersten Kündigung in meinem Leben geführt, tatsächlich. Weil es nicht unbedingt daran liegt, dass ich kein Fachwissen habe, sondern dass man wirklich geäußert hat, dass sowohl Ärzteschaft als auch meine eigenen Kollegen immer die Sorge haben, ich könnte sowas vielleicht noch mal tun. Und dabei möchte ich einfach immer nur sagen, es geht hier ja um die Menschen. Es geht nicht um mich als Person, sondern es geht um die Menschen. Und wir können nicht im Sinne von Corona von vulnerablen Gruppen sprechen und wie sehr wir sie schützen müssen. Und auf der anderen Seite das so gnadenlos außer Acht lassen. Es ist einfach unglaublich und es besteht wirklich Handlungsbedarf. Haben Sie mit Ihrer Familie gesprochen, bevor Sie raus sind? Und bevor ja auch, Sie wussten ja nicht, was passiert. Ja, wir haben es tatsächlich diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Man könnte ja auch sagen, es wäre Zeit, damit abzuschließen, um weiter irgendwo nach vorne gucken zu können. Ich muss, glaube ich, aber sagen, dass mich das eher antreibt, weiterzumachen, weil der Bedarf einfach hoch ist und weil auch nach zwei weiteren Investigativrecherchen klar ist, dass das kein bayernzentriertes Problem ist, sondern dass wir das Problem überall haben. Und insofern, meine Familie hat das kritisch betrachtet, ja, aber sie haben mir auch Halt und Unterstützung gegeben, es trotzdem zu tun. Ja. Welche Bedeutung haben Menschen, die über solche Missstände aufklären? Spricht ja auch oft von Whistleblowern, wenn sie ganz bewusst auch irgendwann die Loyalität zum eigenen Unternehmen oder zur eigenen Organisation verlassen und sich verantwortlich fühlen, nach draußen zu gehen. Welche haben die in der Gesellschaft?
Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe einerseits, das zu tun, was sehr viel Mut erfordert. Und es ist etwas, was immer was voranbringt. Ja? Also das Missstände aufzudecken ist nicht leicht und ist nicht gern gesehen. Und es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir in vielen Bereichen keine gelebte Fehlerkultur haben, was ja bedeuten würde, dass Fehler passieren und dass es in Ordnung ist, die zu benennen und sich dann was verändert. Das wäre ja ein wichtiger Beginn, da müsste man auch keine Angst haben. Und es ist ja eigentlich eine Chance, etwas zu verbessern. Und ich glaube, da ist viel zu tun in ganz vielen Bereichen. Und da tut es gut, wenn Menschen wie Sie aufklären, aufdecken. Was braucht man, um das durchzustehen? Also um auch Gegenwind durchzustehen, der kommt? Weil es ja, wie Sie sagen, immer noch kontrovers wahrgenommen wird, wenn man diese Schritte geht? Also ich glaube, es braucht eine ganz feste innere Überzeugtheit, die Sie ja auch schildern. Also warum Sie es tun, letztlich das Ziel vor Augen, für was es sich lohnt. Also trotz aller Widerstände zu sagen, ich stehe dafür, weil ich letztlich etwas erreichen möchte. Das ist, glaube ich, das, was zutiefst Menschen auch befähigt, Dinge zu tun, die wir vielleicht von außen betrachtet als fast übermenschlich betrachten. Weil sie verlieren ja was. Sie verlieren erstmal Reputation, unter Umständen ihre berufliche Tätigkeit, die Chance, vielleicht woanders wieder angestellt zu werden. Sie zahlen einen Preis dafür. Mittlerweile wurden Sie von der Franziskus-Stiftung für Pflege für Ihr Engagement ausgezeichnet. Erstmal Gratulation dazu. Und Sie wurden in eine Expertenkommission für die Novellierung des Heimgesetzes in Bayern berufen. Die nimmt kommende Woche Ihre Arbeit auf. Würden Sie nach all dem sagen, was Sie auch angedeutet haben, das ist ein strukturelles Problem? Hat vielleicht auch mit der Kommerzialisierung unserer Pflege zu tun? Ja, sage ich deswegen immer, weil ich hier von einem Systemversagen spreche. Wir halten uns viel zu sehr auf, dass wir aus meinem eigenen Berufsstand sagen, boah, wir brauchen mehr Geld und wir brauchen mehr Pflegekräfte. Und die Politik sagt, ja, aber wir haben auch das Geld bereitgestellt. Das wird nichts bringen, weil wir haben diese Pflegekräfte nicht. Wir haben so viele Baustellen, dass es wirklich nicht hilfreich ist, wenn immer die Politik sagt, ja, der eigene Berufsstand Pflege ist schuld. Und die Pflege sagt, die Politik ist schuld. Und die Kontrollinstanzen sagen, na ja, wir haben halt einfach zu wenig eigene Strukturen. Also kommt ihr privatisierten Heime, kommt alle zu uns. Ne? Wie Sie schon gesagt haben, wir investieren. Viele Unternehmen kommen, weil man gut Rendite machen kann in der Altenpflege. Das ist sicher ein Punkt, den die Politik angehen muss. Also glaube ich, können wir das Problem nur systemisch lösen. Und wir haben durch unseren Föderalismus 17 verschiedene Heimgesetze. Im Grunde ein großes Heimgesetz und für alle Bundesländer ein eigenes Heimgesetz. Kein Mensch blickt da durch, die Konzerne aber schon und nutzen sich das gerne aus, sich das Bundesland für ihr Heim auszusuchen. Und da braucht es andere und schärfere Kontrollen und darauf muss man eingehen. Und das ist eine Chance, das zu tun, genauso wie es eine Chance ist, meine Kollegen aufzufordern, aus ihrer Anonymität rauszutreten. Es bringt nichts, wenn jeder immer nur sagt, pst, ich weiß, da ist es auch ganz, ganz schlimm. Ich arbeite da aber jetzt nicht mehr. Oder wenn mir Kollegen sagen, ich arbeite jetzt nur noch Teilzeit, da muss ich das Elend nicht mehr so oft sehen. Was sind das für Aussagen? Es ist eine Resignation auf beiden Seiten und der muss man anders begegnen. Und das ist die Chance, die wir haben und die müssen wir nutzen. Und noch eine Frage. Noch eine Frage. Wissen Sie, was mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims passiert ist? Ob es denen jetzt besser geht, hoffentlich? Ja, das ist eigentlich auch ein sehr trauriges Thema, weil nach der Heimevakuierung oder beziehungsweise nach der Schließung nach fast 18 Monaten wurden Teile der Bewohner in das Pendantheim des gleichen Trägers nach Augsburg verlegt. Und auch dieses Heim konnte teilweise auch mit Hilfe dann der Presse 4 weitere Monate später geschlossen werden. Einige werden sicher nicht mehr leben und solange der Prozess nicht läuft, bin ich mir nicht sicher, ob einige der Bewohner den Prozess überhaupt erleben werden. Aber nachdem jetzt auch das zweite Heim des Trägers geschlossen ist, bin ich zuversichtlich, dass es ihnen besser geht, die dies noch überlebt haben. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich für Sie einsetzen, dass Sie genau hingeschaut haben und da sind für die, die sonst oft keine große Lobby haben. Danke dafür. Es gibt ja
es gibt ja auch auf ganz anderen Ebenen, zum Beispiel bei Missbrauchsfällen, immer wieder die Situation, dass Opfer unter Druck gesetzt werden, das Geheimnis doch nicht preiszugeben. Das haben wir hier auch im Nachtcafé schon oft gehört. Wie wichtig ist es, gerade diese Strukturen zu durchbrechen und auch das Schweigen zu durchbrechen? Es ist eminent wichtig. Es ist vielleicht sogar der zentrale Schlüssel zur Veränderung. Und ich nenne mal das große Wort Heilung. Das beginnt damit, das Schweigen zu brechen und damit den Täter zu entmachten. Weil genau das Täterstrukturen sind, die zum Schweigen zwingen. Und je jünger Menschen sind, desto eher bleiben sie daran gebunden. Und wenn es ihnen gelingt, das Schweigen zu brechen, auch mit Hilfe von Therapeuten, von Kliniken, dann ist das ein ganz, ganz großer und wichtiger Schritt. Dem Geheimnis auf der Spur. Vielen Dank an all unsere Gäste hier heute. Dankeschön. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Glücksfallerbe, Fragezeichen. Hören Sie gerne auch mal rein in unseren Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Und nochmal danke.